Hallo ihr Lieben, weiter geht's in Sachen Permakultur, Schritt für Schritt, bleibt dran. Es gibt einiges Neues zu sehen im Garten. Ich habe auch angefangen, was Neues zu bauen, links von mir. Das kommt dann aber gleich. Also eins nach dem anderen, ich lege direkt mal los. Das Keyhole-Beet kennt ihr ja mittlerweile. Ich habe jetzt aber zum ersten Mal mein Bokashi mit in die Erde gebracht, direkt auch hier vorne. Man sieht es noch nicht mal mehr. Mehrwöchiger Fermentierungsprozess im Bokashi-Eimer und dann ging das halt hier dann ins Beet. Wie ihr sehen könnt, seht ihr fast nichts. Sind natürlich hier ordentlich Leben in der Bude, da freuen sich ein paar zum Fressen. Aber ansonsten sieht man so, ja gut, hier sieht man da Apfel, bisschen Tomate. Auf jeden Fall wird sich das relativ schnell zersetzen. Kann auch so grob von 3 Wochen rechnen. Hier ist also ordentlich Leben reingekommen. Vorne ist auf jeden Fall ein Eck entstanden für Insekten und so weiter. Das ist noch nicht fertig, da lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen. Ich war ja einen Tag mit dem Sven bei und ja, das ist daraus entstanden letztendlich. Ich denke an einer anderen Ecke. Da hinten, hier, da werde ich den Platz wohl auch nutzen, genau in die gleiche Richtung. Ja, aber Keyhole-Beet geht wann anders weiter. Ich wollte einmal nur kurz zeigen, was hier, wieso der Stand der Dinge ist. Jetzt stehe ich hier vor meinem Hochbeet. Nach dem Prinzip Leben bringt Leben habe ich das ja hier gestartet. Und ja, ich habe im Herbst Radieschen und Salat umgepflanzt. Und das ist letztendlich das Ergebnis. Es wächst immer noch. Ich habe allerdings heute ein bisschen aussortiert. Wie ihr sehen könnt, sieht ganz gut aus. Ich habe allerdings jetzt überall am Rand verteilt. Leben bringt Leben. Also was man letztendlich rauszieht, landet jetzt hier auch im Beet. An den Rändern habe ich es jetzt erstmal gemacht. Zwischendrin ist heute auch noch mal ein bisschen Kokoserde gelandet von den Anzuchttöpfen. Da habe ich bei denen an den Stellen, wo ich die anderen Radieschen rausgezogen habe, gleich die von zu Hause vorgezogenen rein. Ihr könnt das sehen. Hab also immer die kleinen Pflänzchen pikiert und gleichzeitig dann das restliche Substrat hier im Beet verteilt. Da steckt dann noch einiges an Dünger drin. Ich habe auch mit EM immer besprüht und so weiter und so fort. Bei mir hat übrigens nichts geschimmelt, hat sich richtig gut entwickelt in der Wohnung. Und da wir jetzt auch schon bei der Voranzucht sind, schalte ich mal kurz in mein Wohnzimmer. So sieht es gerade bei mir aus. Natürlich jetzt ausgedünnter, wie ihr schon sehen konntet. Ja, alles andere wächst ganz frisch. Was nicht wuchs, habe ich entsorgt. Ja, ansonsten Rucola ist zu sehen. Hier... Ich weiß schon gar nicht, was da drin war. Moment, ich guck mal nach. Ah, genau. Links Knoblauchschnittlauch meiner Mama. Und rechts Liebstöcke, kommt auch alles super schön. Basilikum links, Basilikum in der Mitte und die Petersilie rechts. Da habe ich den Pott gedreht. Da haben wir Blattfenchel, mehr Kohl wächst nicht. Die Asiasalat und Kopfsalat oder Pflücksalat oder was das war. Was hatte ich denn da? Ja, jetzt mit der Hand, das geht jetzt so nicht. Jetzt mit Leben, so wie das jetzt ist. Au, jetzt habe ich mir wehgetan. Egal. Ja, da kommt nochmal Kohlrabi. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, achso, hier sind wir fertig. Dann habe ich hier die nächsten Dinger vorbereitet. Das ist einmal, ja, alles umgetopft. Habe, ja, Physalis und Chili Kohlrabi, genau. Die Sachen habe ich jetzt einmal umgetopft. Da aber ein anderes Mal mehr. Gut, und dann hier noch. Ich habe jetzt noch kein Glas drüber. Hier an die Waldgeister Daniel. Das war ein super Tipp, aber irgendwie funktioniert das alles auch so gerade noch. Vielleicht mache ich das noch, vielleicht nicht. Ich habe nämlich einen Glasmangel hier bei mir. Zu viel runter minimalisiert, sag ich mal. Da muss ich mal gucken. Aber bisher sieht das gut aus, vor allen Dingen hier. Mal, wie so eine Schnecke. Düdü. Ja, also es läuft. Bei den Kurkuma sehe ich noch nicht so viel. Einfach mal abwarten, aber irgendwas ist nun auch länger drin. Gut, zurück in den Garten. So viel zum Update von der Fensterbank. Ich habe noch ein paar Worte hier zum Hochbeet. Das entwickelt sich auf jeden Fall prächtig. Ich weiß natürlich nicht, ob das die richtige Pflanzzeit ist. Ob das alles so Sinn macht. Ich weiß auch gar nicht, wie tief man die einsetzt. Ich mache ja immer frei Schnauze.
aber ein bisschen wahrscheinlich auch richtig zu machen, weil sonst hätten meine Pflänzchen im Winter gar nicht überlebt. Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Übrigens, warum ich die anderen rausgezogen habe, die sind, ihr könnt das wunderbar sehen, die sind super dünn geworden. Also, oder geblieben. Da kommt nicht viel bei rum. Deswegen habe ich die jetzt raus und die anderen rein. Dann hatte ich so viel Pflänzchen, dass ich dann hier noch ein paar reingebracht habe. Ich zähle mal kurz durch. Elf Pflänzchen noch hier. Und ja, hier entwickelt sich auch der Knoblauch prächtig. Also einmal, die sind alle richtig schön zu sehen, die kommen. Bin ich sehr, sehr glücklich mit. Ich habe mich jetzt mal vor meinen Garten begeben, damit ich das Ganze auch raufkriege. Ich habe hier vorne eine Steinpyramide aus Schutt gebaut. Ich habe dafür einiges hierher gekarrt, obwohl ich auch noch genug Schutt in meinem Garten habe. Aber das muss noch, ja, ich sag mal, zutage gefördert werden. Ich habe hinten schon einiges gefunden. Ich denke, da ist noch genug im Boden, um bestimmt noch ein, zwei, wenn nicht sogar noch eine dritte Steinpyramide hier zu bauen. Also ihr könnt letztendlich aus Schutt und Kram, den ihr irgendwie im Garten habt, noch was Schönes zaubern. Also wer freut sich letztendlich? Die Insekten, Eidechsen, Bienen, alles Mögliche. Also auch Vögel landen oben drauf, um dann mal halt quasi zwischenzulanden und direkt weiterzufliegen oder wie auch immer. Ja. So sieht das aus, diese Tonrohre. Hier im Zaun steht dann der Rest. Mal gucken, was ich damit dann anfange. Gut, jetzt stehen wir vor meinem nächsten Objekt der Begierde, könnte man fast sagen. Also ich habe was angefangen zu bauen, gerade für Igel, Eidechsen, Insekten auch wieder sehr interessant. Habe dafür sehr viel Totholz auch benutzt und Rest könnt ihr ja erkennen. Wie ihr sehen könnt, ich habe da halt überall diese ja, Flöcke reingehauen. Und in der Mitte entsteht ein Beet. Ich möchte noch weiter rum, also es ist noch nicht fertig. Da werde ich dann gleich beigehen, wenn ich durch bin mit dieser Folge. Da dürft ihr euch dann demnächst wieder drauf freuen. Ja, eins am anderen. Ich hatte ursprünglich vor, ein Hügelbeet zu bauen und dann kam mir diese Idee, weil man auch für Tiere super viel Raum bietet. Und ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das Ganze nachher hält oder auseinanderfließt, sag ich mal. Aber ausprobieren ist ja ganz wichtig und deswegen, ich mache es einfach und bin gespannt, was draus wird. Das Ganze wird auch eine Neigung nach links kriegen. Deswegen könnt ihr sehen, dass nach rechts die Pfähle, die Stöcker halt weiter rausgucken. Ja, einfach mal so ein bisschen der Sonne entgegen. Ich mache das zu Hause auf der Fensterbank auch. Deswegen kam ich auf die Idee. Weiß nicht, ob das nachher von der Erde alles runterschwemmt oder so, aber da ich auch mulchen möchte und alles ein bisschen humushaltiger ist, glaube ich, das könnte gut ausgehen. Einfach mal abwarten. Man kann es jetzt nun nicht mehr sehen, aber ich habe letztendlich nach unten, also wie man es auch kennt von den Hochbeeten, Totholz rein, dann Grassoden rüber. Folgenden Grund hat das, ich versuche hier auf den Wegen die Quieke loszuwerden, habe jetzt ein gutes Stück frei schon, wie ihr sehen könnt. Mal gucken, ob das aufgeht oder ob trotzdem irgendwie noch was durchkommt oder im Boden steckt letztendlich. Das wird sich dann halt alles im Laufe des Jahres zeigen. Aber ich hoffe, dass ich hier irgendwann mal Mulch bzw. Hackschnitzel quasi habe. Ja, eine schöne Schicht, dass ich sowieso mit Unkrautsorgen hier eher weniger geplagt bin. Ja, das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Aber da fehlt mir noch das Material. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich das anstelle. Vielleicht findet sowas auch mal auf einem anderen Wege zu mir. Das zeigt dann die Zukunft. Die Pfähle habe ich quasi, ja, doch ein gutes Stück in die Erde gehauen. Ich wollte ja, dass das stabil ist. Ich kann es hier mal zeigen. Also das geht sich schon aus. Ja, das federt. Wie gesagt, da kommen noch mehr und es wird ja auch noch gefüllt und so einmal rumrum gehen und ich werde mit Grassohn und so weiter noch arbeiten. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Und ja, das soll es auch dann hiervon gewesen sein. Tja. An dieser Stelle habe ich letztes Jahr einen Krokus eingepflanzt. Dieses Jahr kommen sie. Ich bin total happy.
Wer das nicht kennt, in Husum gibt es das Kokosblütenfest. Da gibt es auch eine ganz tolle Story zu, aber das dann demnächst, wenn ich wieder Aufnahmen von dort mache. Wer allerdings meine Kokosblütenfolge nicht kennt, auch wenn es nur so ein kleiner Vorspann ist, ich werde euch mal oben rechts verlinken, die Folge. Schaut da mal rein, das ist ein Kokosmeer, sieht richtig schön aus. Und die Bienchen und so weiter, die lieben das auch. Dann zeigenswert hier noch die Weide, das sieht total schön aus. Wie heißen sie noch? Weidekätzchen, ne? Ohrkatze, Schworf, glaube ich. So habe ich das irgendwie noch in Erinnerung. Ja, überall was zu sehen. Hat übrigens wieder jede Menge Heu zu mir gefunden. Muss dann halt nur klein gehackt werden. Und den Feuerchen und so weiter, Terra Preta herstellen. Ein wichtiger Bestandteil, die Holzkohle und so weiter. Wer das verpasst hat, ich verlinke euch die Folge auch mal oben rechts. Ah, oh, das Wetter ist so schön. Echt herrlich. Ich freue mich so auf die Saison. Okay, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe noch einiges vor, deswegen, ich möchte nicht trödeln, ich möchte klotzen. Und deswegen werde ich mich jetzt verabschieden. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars.